machen, weil die Leute immer mit 100% hier reinstarten. Könnt ja nichts dafür, aber Discord hat das so voreingestellt, keine Ahnung, es ist immer übelst laut. Naja, da, wir können ja mal gucken. Also ich muss hier vorne die Chats markieren. Und dann, ja, ich helfe euch einfach aus, ne? Dann können wir deine Quest, dein Intel-Ding machen. Ich habe das schon geholt, aber ich weiß nicht, ich habe schon so viel hier an dieser Scheiße gemacht. Ich weiß nicht mehr, wo wir hin müssen. Ist das die im Hauptgebäude, glaube ich, ist das, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe den nicht gemacht bisher. Oh ja, auch wohl ein Gegner, ja. Oh ja, scheiße. Kriegen wir gerade eine Kugel im Nacken. Oh, die sind so passiv. Ach, natürlich kann man ja hoch, die Adler. Die sind schlimmer als die Skeps und Brauchs und Markov zusammen, Alter. Mortis wir auch nicht. Ja. Aber die erste Runde heute in Tarkov musst du mir auch wieder irgendwie erstmal den Tarkov-Blick wieder kriegen. Ja, ja. Das ist komplett anders wie hier nochmal. Ich hab es. Ja, gut. Schön. Wir müssen es bloß zu den Hangars rüber schaffen. Dann haben wir es eigentlich fast geschafft. Aber das sind halt zwei Flugbahnen. Also hier zwei Lanes zu überqueren und dann. Boah, jetzt kommen wir. Oh, Alter, haben mich zerfickt. Aber bloß. Alles gut? Alter, wie nah war denn der? Der stand direkt vor der Tür. Ja, irgendwie. Scheiße, habe ich keine leichten Bandagen mit. So. Brauchst du welche? Nö, ich hab. Wird da in der Mine? Ich brauche ganz im Magazin, Alter. Das ist für mich ganz normal. Was landet denn hier eigentlich? Ah, ist noch einer Heli von uns. Ach, der ist es. Bei uns? Ja. Perfekt. Ja. Der war gerade gelandet, den haben sie ja zusammengeschossen. So. Waffe hier. Oh, die Rotblinder, der Alter. Die Lunge zusammenflicken, Alter. Hat er nicht Rotblinde der Heini hier? Blätterwechsel. Ja, hat mir ordentlich einen reingepresst. Mm. Ja, ich kann dir sagen, welche Munition. Mit Flak. Alter. Ist kein Wunder, dass die Lunge durch ist. Die hat er mir ordentlich zusammengestaucht. Aber nicht schlecht. M855 A1 ziehe ich sogar, Alter. Ja. Ist ja noch richtig verrückt heute. Die habe ich noch gehabt. Ich kaufe den Scheiß immer. 300 Stück, 900 Dollar, das geht schon. Ich kann die nur nicht mal kaufen. Noch nicht. Das, bald das ist meine erste Tour aus dem Verlangen. Aha. Ah. Und direkt renne ich hier mit zwei Idioten auf Flugfeld. Ja. Das wird nicht gut enden. Oh, ich sehe schon einen da hinten. Oh ja. Das ging schnell zu Boden. Was machen wir eigentlich hier? Sehr gute Frage, wo ist hin? Wir müssen hier rüber in die Hangars. Müssen wir einen Jet klauen. Muss ich markieren, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich hier richtig bin. Also das sind die einzigen Hangars, ja? Schön, so, und, ah, hier. So, einen habe ich markiert. Okay, dann kann ich mal. Oh. Boah. Der rammelt wieder. Lasst uns hier rein. Wir sind mal, können mal ein bisschen hinter, uns hinter den Türen verstecken. Lass mal die kommen. Ja. Wenn die was wollen. So ist es kriegen. Mhm. Es könnte kommen. Wir wären bereit. Binde. Ich sehe sie nicht. Schießen weißt du, siehst du aber keinen. Hm. Die sehen dich, das reicht. Mhm.
So, war hier hinten noch ein Hangar? Warte mal, wollen wir gucken? Ne, hier hinten ist keiner mehr. Aha, dann schieß ich nach rechts. Das betrifft uns gar nicht. Ist der Wasser dabei? Ja, der Platz ist auch mit, perfekt. Siehst du, da hat er alles. Das ist wieder, ja. Okay. Scheiße. Das... Da ist einer von uns... Ach, das bist du, Smurz. Ja, ja, ich musste auch kurz was trinken holen. Gut. Da sind nämlich zwei Wasserflaschen in der Weste drin. Ah, hier wird geschossen. Es können Gegner in der Nähe sein, also feindliche Spieler. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich gehe hier hinten raus und dann rechts rum. Da war noch der letzte Chat, den ich markieren muss. Das noch, ja. Hier waren auf alle Fälle andere Spieler, weil der Medizinschrank ist offen und leer. Mhm. Okay, ich hab's markiert. Geil. Wir können jetzt hier, warte mal, das Hauptquartier. Ich glaube, das war im Hauptquartier, aber das ist bei 143, 129, das große Haus, was so fast parallel zur Landebahn steht. Da war das, glaube ich, drin. Ja. Ja, und dann gehen wir hier hinten raus und schleichen uns dahin. So. Den Task habe ich fertig. Den anderen. Noch alle Magazine voll. Mhm. Perfekt. So. Ja, alles voll. Da schießt ein feindlicher Spieler. Nee, hier ist noch einer von uns. Raul. Ja, der Raul, der sitzt jetzt unten gerade. Ja. Ah, okay. Was ist denn das jetzt hier? Kommt nur, glaube ich, zu uns rüber, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Kann sein.
Ja. Oder viermal Feuerteam, das wär's doch. Das wäre cool, wenn wir schon ein Viererteam hätten, plus noch zwei zusätzlich. Ja. Wir können dich ja auch ins Team einladen. Ihr habt ein festes Team? Naja, ja, wir zwei, ja. Nur zwei jetzt, ne? Achso! So, Smorts. What to friends? Finde ich auch super, bin ich bei. Das sind schon mal drei. Mhm. So, Invite, und da sehen wir uns auch. Wir sind dann halt grün auf der Map. Ja. Ich hab's vielleicht nur mit einem anderen Kollegen gespielt, aber der ist nicht so oft hier drauf, weil bei ihm das Spiel irgendwie immer abstürzt. Ja. Naja, das ist halt ein bisschen doof. Ist nervig, aber es ist trotzdem ein geiles Spiel. Auf jeden Fall. Wenn du dein Gear wieder zurückkriegst, ist ja gut, aber wenn ich hatte letztens nur hier Rubberbanding aus der Hölle, dann Absturz irgendwo draußen und dann alles weg. Nee, genau. Das nicht. Es war also noch schlimmer. Also es ging dann noch weiter, dann hatte ich Gegner, also hier NPCs, die sind geflogen und rumgejumpt. Die konnte ich also irgendwie nicht richtig treffen. Dann, die haben mich aber getroffen, dann konnte ich meine Waffe nicht mehr abfeuern. Ging nicht mehr und dann habe ich mich halt nur im Gebüsch versteckt und habe mich dann mehr oder weniger erschießen lassen, weil ich konnte ja eh nichts mehr machen. Ja, das war richtig Kotze, also da war ich richtig. Ich hatte letztens so einen Bug, da konnte ich irgendwie wirklich auch nur noch laufen und ducken, mehr nicht. Mhm. Und saß zurück nur in der Anfangsstadt irgendwo, konnte einfach erstmal schön zum Base zurücklaufen, weil ich konnte nicht mal in Heli ansteigen. Ja. Das hat er doch gemacht.